Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. In den letzten Folgen sind wir knapp dem Tod entronnen, in der Dunkelheit. Und heute werden wir einmal kurz auf die Karte gucken, ob irgendeine andere Quest noch in der Nähe ist, bevor wir jetzt hier einzeln immer Quests abgeben. Sollten wir sie schon irgendwie im Bündel sammeln und dann später alles samt abgeben. Das ist die Main Quest. Ist ja gar nicht mal so weit weg, ne? Na komm, gehen wir hier hin. Das passt schon. So. Ich bin immer noch ein bisschen durcheinander von letzter Folge. Verzeiht mir, wenn ich irgendwie ein bisschen krank wirke. Oh, das war ein bisschen viel. Plötzlich da 1 Milliarde Leute vor mir zu haben. Aber naja. Übrigens, habt ihr mir gesagt, ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich. Jetzt kommt. Das ist den Scheiß. Dass ich diese. Wie hießen die? Sucher? Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt hießen. Diese komischen Teile, die nachts rauskommen. Mit UV-Licht einfach mal so. Ja. Verscheuchen kann. Das liegt daran, dass UV-Licht quasi die Sonne emuliert. Und sie die Sonne nicht mögen. Fertig aus. Hast du alles? Zeig her, zeig her. Oh ja, großartig. Said ist gerettet. Dies ist der Beginn einer wundervollen. Wir sind keine Freunde. Nein, Geschäftsbeziehung, natürlich. Auch das nicht. Sag mir, wie du die Fackeln herstellst und ich bin weg. Oh, okay, klar, natürlich. Eine Vereinbarung in beiderseitigem Einverständnis. Klappe, Said. Jawohl. Ist das nicht die gleiche Stimme, also meine, die ich gerade benutzt habe? Von Far Cry? Ich glaube schon. Wenn wir ins Bett gehen, ne? Sind wir dann geheilt? Wo ist mein Bett? Ich meine, es wird wahrscheinlich jetzt dunkel sein. Aber ich bin geheilt. Wie weit weg sind wir von der Brücke? Der Brücke ist zwar eine Sicherheitszone, aber ich kann mich da nicht ausruhen. Wie spät ist das? 21 Uhr. Okay, folgendes werden wir machen. Ich versuche heute die Lichter zu klauen. Ich glaube, das ist ganz vernünftig, oder? Wir werden mal. 7, okay. Wir werden mal in die Richtung gehen und gucken, ob da irgendwie noch Quests in der Nähe sind. Ja, da ist noch eine Quest. Da kriegen wir sogar noch mehr Quests. Gehen wir mal hier hin. Giftkräuter. Hört sich doch ganz vernünftig an. So, öffnen bitte. Und dafür müssen wir in die Richtung. Ich habe gerade eine Rabattaktion laufen. Von einer Sicherheitszone in die nächste gesprungen. Wow. Wow, dann arbeitest du mit ihr, oder? Bitte? Mit wem arbeite ich? Mit Jade Aldemir, dem Skorpion. Gott, sie ist der Hammer. Sie ist der Grund, warum ich nach Haram gekommen bin. Du kamst her, weil du Jade treffen wolltest? Wow, ihr duzt euch? Himmel, dafür würde ich sterben. Wow. Sie sollte bei den Global Games antreten, weißt du? Oh, nein, das wusste ich nicht. Ja, sie ist eine hammermäßige Kickboxerin. Manche sagten, sie sei der weibliche Chang Li. Ihretwegen habe ich mit dem Training angefangen. Ich wollte sein wie sie. Und dann schenkte mein Dad mir und meiner Schwester zum Schulabschluss Tickets für die Games. Wir kamen hierher und meine Schwester. Als die Sirenen losgingen und die Straßen voller Soldaten waren, da haben wir verzweifelt nach einem Versteck gesucht. Aber sie ist gestolpert und fiel hin. Ich merkte es erst einige Sekunden später. Ich bin weitergelaufen. Sie rief nicht nach mir, weil der Sturz ihr den Atem genommen hatte. Und dann drehte ich mich um und merkte, dass sie nicht da war. Sie hatten sich auf sie gestürzt. Vor lauter Beißern konnte ich sie nicht mal mehr sehen. Aber seitdem denke ich darüber nach, was der Skorpion in dieser Situation getan hätte. Und ich habe einfach versucht, tapfer zu sein. Wenn du sie nochmal siehst, würdest du sie von einem ihrer größten Fans grüßen? Mach ich. Auf jeden Fall. Tja. Wir nehmen mal die Statue mit von der Zombie-Figur. Und dann verziehen wir uns. Oder? Ja.
Okay. Hau wieder ab hier. Auf jeden Fall nett, was für Geschichten hier es gibt. Also die Entwickler haben sich da wirklich was ausgedacht, dass viele Leute hierher gekommen sind aus bestimmten Gründen. Finde ich nice. Oder wir gehen in die Sicherheitszone. Ich sehe jetzt nur so eine Quarantäne. Quarantäne ist es. Das ist da, wo wir am Anfang nicht reingehen wollten. Jetzt gehen wir mal rein und dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt, was es da so Schönes gibt. Die erste Quarantäne, die wir gefunden haben, wo ich mich nicht reingetraut habe. Ich bin gespannt, was da so abgeht, was wir da so finden können. Und ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja lustig. Hoffentlich. Bergen Sie alle Katastrophenpakete. Schwierigkeitsgrad hoch. Ob hier diese Viecher nachts rumlaufen? Die nachts rumlaufen sind? Ah, hier ist doch bestimmt so ein Viech drin, ey. Hallo. Ah, ich kann dich gar nicht schlagen. Alter. Lebst du oder lebst du nicht? Das ist voll gruselig, ey. Ah. Ein Paket haben wir schon mal. Das war recht easy. Alter, okay. Ich sehe gerade meine Aufnahme. Die Musik ist einfach viel zu laut, ey. Ach du Scheiße, das sind die schnellen Zombies, ne? Okay, kein Wunder. Nein, 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 nein. Hier ist man nochmal zurückgesprungen, so, ne? Ja. Okay. Die können wir auf jeden Fall nicht umgehen. Oh fuck, ey. Fuck, 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 fuck. Wie viele sind denn hier? Dann gehen wir hier hoch, weil hier die langsam nicht hochkommen. Shit, was war das? Zieh dich. Das sind nur die langsam, ne? Ist ja gut. Das war ein schneller. Oh Gott. Da kommt noch so ein schneller. Das sind ganz viele schnelle. Oh Gott, das werde ich im Leben nicht überleben. Heilige. Nein, wieso hältst du dich nicht fest? Was soll das? Okay, wir laufen hier ganz nach hinten. Hier ist auch keine Sau. Jetzt zieht euch. Ach, die trauen sich nicht ins Licht. Weil hier Licht ist. Oder auch nicht. Jetzt zieh durch. Oh Gott. Ich fand die andere Sicherheitszone um Längen besser. Nein.
wollte meinen Sprungkick machen. Das wollte ich machen. Heilige Scheiße. Wir müssen nur die schnellen Viecher loswerden, dann ist das alles gar kein Problem. Wir haben auch schon keine Medikits mehr. Das sind einfach unzählige von denen. Nein, das ist nicht der Move, den ich machen wollte. Fuck, 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 fuck. Ich bin tot. Nein. Heilige. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. 25 Leben kommen wir höchstwahrscheinlich nicht weit. Da kommen einfach noch mehr von den Viechern, ne? 11 Muni nur. Okay, sie haben nicht verteilte Fähigkeitspunkte. Okay, was haben wir denn da? Springen sie über Gegnern weg, halbieren den Schaden bei Stürzen, ein Fall aus größerer Höhe ist dennoch tödlich. Verwenden sie Wurfwaffen oder UV-Lampen, wenn sie sich während des Sprintens umschauen, so lassen sich Infizierte leichter stoppen. Drücken sie während des Laufens Dreieck, um danach zum Verwenden... Okay... Aha. Die Zeit wird ein bisschen verlangsamt. Bist du so ein schnelles Viech? Bitte sag nein. Weg mit dir. Okay, ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Nein. Nein, 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 nein. Oh, super leid, aber da kommen wir... Nee. Jade weiß, wo wir mehr Antizin herbekommen. Ich soll sie in einem der Waggons bei der Schule treffen. Oh, wenn, dann müssen wir uns besser ausrüsten. Wir hatten gerade vielleicht 2 Medikits und da kamen 1 Milliarde Leute angerannt. Wir müssen irgendwie dann Molotow-Cocktails herstellen und hast du nicht gesehen. Also leicht ist es nicht. Das kann ich euch sagen. Aber es kommen ja immer mehr und immer mehr und immer mehr. Wir kümmern uns um die Quest. Die sind schon schwer genug. Ah. Natürlich fehlt es mir an Leben. Na, was soll's, ich krieg das schon hin. Ich krieg das schon hin. So, ich hatte eigentlich die Quest ausgewählt, ne? Ja, nein. Da wollte ich hin. Ach, da hoch muss ich, ne? Das ist ja ein bisschen scheiße jetzt. Dafür müssen wir hier entlang. Ich weiß, dass meine Gesundheit niedrig ist. Ich kann da nichts gerade tun. Okay. Wir gehen hier lang. Mal ein bisschen leben.
Was bist du denn für ein Assassine? Das ist nicht gerade eine Safe Zone, oder? Oh, Süßigkeiten. 10 HP. Wie armselig ist denn das? Na komm, gehen wir runter. Hier muss der irgendwo sein, ne? Noch irgendwas hier? Ah. Ich glaube, für die Quest muss ich noch ein bisschen weiter runter. Wir finden hier genug zu essen, um uns wieder zu heilen. Auch nicht schlecht. Oh, eine Klinge. Totgefahrene Tiere im Topf. Soll das irgendwie ein Kochbuch sein? Totgefahrene Tiere im Topf. Alkohol, ja. Können wir eine Medikit herstellen überhaupt? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ne? Ah, wir können zwei herstellen. Ich würde mir ja am liebsten so einen kleinen Vorrat anlegen, ne? Wir müssen kurz die Markierung absetzen. Oh, was ist das für eine Quest hier? Finden Sie das Garten... Ah, das war's. Feuchte Träume auf einem Bücherregal. Okay. Feuchte Träume auf dem Bücherregal. Huch, sorry. Welche allerhand Sachen kaputt machen? Heiße Hintern. Na toll. Ja, cool, ja. Oh Gott, was hat er hier alles für Bücher? Pneumothorax für Profis. Death Metal Weihnachtslieder. Bescheuert. DVD-Player Benutzerhandbuch. So kriegt man die Mädels rum. Oh Gott. Pferdekopfmasken selbst gebastelt. Das wird wohl das richtige Buch sein. Wir gucken, was es hier noch so gibt. Oh, eine Statue. Okay. Ja, das war's eigentlich, ne? Das letzte Buch. Die Saat des Guten, praktischer Gemüsebau für Stubenhocker, das ist es. Okay, finden Sie die Brille. Können wir die Tür schließen? Ah, hier ist ein Buch. Gut aussehen jenseits der 40. Was ist mit dem Typen nicht in Ordnung? Mann, hat er es schwer, eine Frau zu finden oder was? Ich weiß nicht, warum du da kopflos rumliegst, aber ich nehme das gerne mit. Auf den Typen habe ich keinen Bock. So, ich muss eine Brille suchen. Wo könnte die denn sein? Weiter oben vielleicht? Hier ist alles möglich, aber keine Brille. Alkohol! Finde ich gut. Wir stellen gleich mal ein Medikit her. Ich will 1 Milliarde Medikits haben. Dann können wir da gerne überall reingehen und Spaß haben. Oh, da kommt ein Flugzeug. Hat er vielleicht hier gesessen und ein Buch gelesen? Hat seine Brille vergessen? Hä? Das habe ich drauf gemacht. Wo ist diese bescheuerte Brille? Ah! Brille erhalten! Okay, dann gehen wir weiter mal.
Dahin, da können wir die Sachen gleich abgeben, ne? Wieso nicht? Hätten wir auch die Markierung gar nicht setzen müssen. Au. Klasse. Dafür habe ich mich geheilt. Deswegen verliere ich alle Medikits. Ich springe gerne überall runter. Mann, Zero, Zero, Zero. Ach, auf den Dinger kann man auch landen. Das wusste ich nicht. Ist doch nicht so, als könnte da irgendwie alles Mögliche drin sein. HIV-infizierte Spritzen oder so. Okay, jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich hier reinkomme. Das sieht doch gut aus. Leute glauben jetzt an Engel. Wo es Dämonen gibt, muss es ja auch Engel geben. Habe ich gerade die Brille abgegeben, ne? Nein. Ich habe eine andere Quest, glaube ich, abgegeben. Weiß aber nicht welche. Aber wir müssen zurück in den Turm. So, und zwar hier rein. Lauern wieder eine Milliarde Quests auf uns. Ja, Zero, sehr schlau. Sehr, sehr schlau. Einfach von A nach B laufen. Oh Gott. Da muss ich lang. Hey, hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Das ist eine Quest, Freunde, die taucht anscheinend öfters auf. Deswegen würden wir mal vorbeikommen, ne? Kennst du einen Christoph? Ist er hier irgendwo? Ja, kenne ich. Weiß aber nicht, wo er im Moment ist. Wahrscheinlich auf irgendeinem Himmelfahrtskommando. Himmelsfahrtskommando ist, finde ich gut. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich Christoph finden könnte? Christoph? Der neue Späher? Ayo ist für die Späher verantwortlich. Frag am besten ihn. Er ist im 19. Stock. Hey, Christoph, der Sohn dieses komischen Typen. Ich verstehe. Achso, waren noch gar nicht so viele Quests. Hier gibt es immer was zu tun. Du hast die Brille und das Buch? Das ist toll. Meine Güte, die Brille ist völlig verdreckt. Was hast du damit angestellt? Ach, lass mal. Ist ja auch egal. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. Danke. Jawohl. Gleich mal abkassiert und hochgegangen. Der Turm. Der verlorene Sohn. Den suchen wir derzeit von Alexei, genau, so war das. Der Typ, den wir bedroht haben, dass er Geld für, wie hieß der Hans-Dieter nochmal, der Böse gibt. Ja, eigentlich wollte ich heute zur Brücke, ne? Pläne ändern sich, Freunde. Ich habe Schüsse gehört. War klar, dass der durchdreht. Woher? Schüsse? Verstanden. Es gibt nichts, was ihr dort noch ausrichten könntet. Ja, Rais kann für diese Art von Aufträgen einfach mehr Leute abstellen. Nein, abgelehnt. Seht zu, dass ihr da verstanden. Ende. Hey Crane, zurück von der Front? Ja, aber nur vorübergehend. Kennst du einen Christoph? Der Neue. Ist auf einer Aufklärungsmission, aber seine letzte Meldung ist schon eine Weile her. Rahim meinte, er sei in Ordnung. Ich bin mir da nicht so sicher. Ein Wahnsinnsknabe birgt für einen anderen. Brackens Worte. Es könnte natürlich auch sein, dass ganz einfach die Batterien in seinem Funkgerät zu schwach sind und er uns nicht erreichen kann. Wo ist er hin? Zu diesem neu gebauten Hochhaus. Dann schaue ich dort mal nach ihm. Pass auf dich auf. Jojo, mach ich. Wenn ich mal kein Stress. So, aber dann haben wir hier noch eine andere Quest. Die müssen wir anscheinend hoch. Und zwar hier entlang.
alles. Und eins und zwei, Mann. Was ist passiert? Wo ist der Wut? Er ist weg. Er hat unseren Sohn entführt. Ja, das auch noch. Selma, was ist passiert? Er hat ständig davon gesprochen, abzuhauen. Wir haben immer darüber gestritten, wie gefährlich das ist. Dann hatte er plötzlich eine Waffe, nahm das Geld und entführte Sammy. Meinen Sammy. Weißt du, wohin er will? Er faselte etwas von einem Fluchtweg, aber ich weiß nicht wo. Mehr wollte er mir nicht sagen. Ja. Wie konnte er nur? Wo hatte er die Waffe her? Oh. Es tut mir leid, Selma, es ist meine Schuld. Er sagte, er bräuchte sie, um euch rauszuholen. La la la. La la la. Ich bin der Wut egal. Und das schon seit langem. Jetzt hat er alles, was ihm wichtig ist. Ich bring dir deinen Sohn zurück, Selma. Versprochen. Hoppala! Wir haben dem Typen eine Waffe gegeben und der ist ausgerastet. Antworte mir! Antworte, du verdammter Bastard! Kein Grund, laut zu werden, Crane. Und kein Grund, mir zu folgen. Das ist zwecklos. Bitte sag Selma, dass es mir leid tut. Aber ich hatte keine andere Wahl. Alles wird gut. Warte, du Davut? Davut! Wo bist du? Dreck! Okay, Davut hat sich also aus dem Staub gemacht, ja? Also, wir müssen runter. Na gut. Den holen wir mal zurück, ne? Ist ja immer meine Schuld. Ich habe die Waffe besorgt. Passiert. Dinge passieren, Freunde. Haben wir gelernt. Bei The Last of Us. Dass ich unbedingt den linken Fahrstuhl nehmen muss, ne? Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann für heute. Morgen suchen wir Davut und geben ihm ein bisschen aufs Maul. Und holen uns dann mal unsere Waffe zurück. Ich meine, wir haben ihm eine Waffe gegeben, aber keine Munition. Gut, Munition ist wahrscheinlich nicht das Problem. Aber gut, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero und tschüss.